Kapitel 13: Heilende Wunden. Es war 14, oder? Ja. Wir werden heimkehren. Nicht alle von uns. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. Wir können gern reden. Na gut. Frische Luft. Reden wir mit Arno. Völlig weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub mir. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Naja, ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Hä? Ja. Dann bist du ganz der Alte. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Hugo. Manche Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. Ja, und er braucht jetzt kein Heilmittel. Amicia ist jetzt sein Heilmittel, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Ja, wird wohl so sein. Die Raskas hat uns gerettet. So ein tolles Schiff. Hey. Oh, hallo. Wie geht's dir? Du zuerst. Wie nach einem seltsamen Traum. Er war schrecklich. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Wie wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Ihr zwei seid mein Zuhause. Also, ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Ja, die Familie ist sein Heilmittel. Ja, also, die Familie ist ja Amicia. Gut, die Mutter war es auch, aber ja, die Mutter ist ja tot. Okay. Gehen wir mit Sophia reden. Hey. Gut geschlafen? Ich wachte auf und dachte, ich sei tot. Das kenne ich gut. Was macht ihr jetzt? Meine Mutter. Sie hatte ein Haus. Ein altes Haus in den Bergen. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey, Menschen ändern sich. Amicia, guck mal! Was denn? Hey, was ist hier los? Geht's ihm gut? Wer weiß. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Lebst du, Anno? Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Kluge Junge. Hey, es tut mir leid wegen der, naja, wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Sieh an, da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich es nicht. Der Krieg ist vorbei, Anno. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut.
Hey! Ein Schiff! Oh, der Graf! Oh, Scheiße. Es ist ziemlich schnell. Seht ihr, so ist das mit dem Krieg. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Nein, 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 das darf nicht wahr sein! Wer tippt rein, Hugo! Das haben dort wir ist es sicherer. Alles klar, wir holen es ein. Amisha, hier oben, zu mir! Kommen die anderen? Die kommen klar. Bleib zum Seil auf der anderen Seite. Alles klar. Oh, na los, schneller! Der Scheißkerl lässt nicht locker. Wir müssen sie loswerden, wenn sie uns entern. Fertig. Gut. Sie kommen immer noch näher. Oh nein, 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 was jetzt? Das Segel in den Wind. Wir brauchen einen besseren Winkel. Amicia, los zum Unterdeck. Ja, sofort. Ich lasse locker und du ziehst es zu dir. Ja, wir dürfen nicht scheitern, Anu. Tun wir nicht. Es klappt. Wir nehmen Fahrt auf. Aber das wird nicht genügen. Sie kommen. Werft Ladung über Bord. Schon dabei. Was? Hilf mir hier, Amicia. Komm. Okay. Bogenschützen! Alle Köpfe raus! Ach du Scheiße! Ich übernehme die Fracht, los! Geht klar! Sekunde, ich komme! Dachtet ihr wirklich, ihr könntet mit meinem Kind fliehen? Er ist nicht dein Kind, du Irrer! Fass ihn an und du bist tot, Victor! Den Sohn lasst unversehrt! Tötet die anderen! Ihr habt den Grafen gehört! Feuer! Feuer! Fahrt zur Hölle, ihr alle! Na ja, komm! Oh. Jetzt nicht sterben! Oh. Lol, ich bin noch rausgekommen und sterb trotzdem. Lol. Okay, das war heftig. Wirklich, ihr könntet mit meinem Kind fliehen! Er ist nicht dein Kind, du Irrer! Fass ihn an und du bist tot, Victor! Den Sohn, das ist passiert! Tötet die anderen! Ihr habt ihn gerade... Ja. Feuer! Feuer! Was zur Hölle? Boah, Alter, wie viele da kommen! Nicht sterben! Ach komm, obwohl ich da raus... Ey, was für ein Müll! Ich kann das auch machen. Wirklich, ihr könntet mit meinem Kind fliehen! Er ist nicht dein Kind, du Irrer! Fass ihn an und du bist tot, Victor! Den Sohn, das unversehrt! Tötet die anderen! Feuer! Was zur Hölle, ihr alle! Geh weg! Aus dem Weg! Aus dem Weg, Sophia! Die wollen uns rammen! Oh nein, nein, nein! Oh. Amicia! Shit! Nein. Oh nein! Amicia! Amicia! Was ist los? Oh ja. Nein. Sie sind über Bord gegangen! Steh auf, Amicia! Das schöne Schiff. Zerfleischen! Es sind zu viele, Anno! Nein, nicht für uns zwei. Ich komme! Schiff entern! Für den Grafen der Probe! Komm her, Victor! Sei kein Feigling! Du verwechselst meine Strategie! Das überrascht mich nicht! Halt die Fresse! Ich hab noch mehr für dich! Rette diesen Mann! Verdammt! Es ist wieder so übel, Alter. Es kommen 30 Millionen Pfeile geflogen. Siehst du deine Männer gern sterben, Victor? Ich überlasse dir die Bogenschützen. Ich mach das! Durchhalten, Anno! Ich werde erst ruhen, wenn der Dreckskerl tot ist.
Wo ist denn der Bogenschütze? Boah. Der war voll ins Herz. Scheiße, ich habe keine Bolzen mehr. Nimm die Bolzen! Wie viele sind das? Es wird weniger, nur das zählt jetzt. Ach, es sind zu viele, das schaffen wir nicht! Alter, es sind wirklich viele. Durchhalten, komm schon! Weg da! Ja, halt es auf! Alter, wie viele kommen denn da noch? Übertreib halt! Ich hab keine Bolzen mehr. Ich brauch Bolzen. Mach schon! Alter, da kommen ja noch mehr. Komm mit mir. Hugo, komm her. Schade, mein Kind. Die Ratten helfen hier nicht. Nein! Scheiße. Ein zerbrechliches kleines Ding. Alles klar. Du gewinnst. Tu ihm nichts. Nichts tun? Er ist Emilys Sohn. Mein Sohn. Gott. Er ist ein Gott. Er ist unser Ende, Victor. Du lässt ihn lieber gehen. Zu seiner Schwester. Nein. Das schulde ich Emily. Durch sie glaubte ich, diese Welt bestünde. Nicht nur aus Blut und Krieg. Dass ich sie einfach ersticken könnte, diese Flammen. Aber die Wahrheit ist, Menschen wie wir wurden geboren, das Feuer anzufachen. Was auch immer du vorhast, es wird nicht funktionieren. Er wird dich auslöschen. Er wird auslöschen, was ich ihm sage. Wir setzen die Welt in Flammen. Und ich forme mein Reich in diesem Feuer. Ein viel gerechteres. Es ist nicht vorbei, du Feigling. Du schuldest mir Blut. Dafür habe ich bereits bezahlt. Und mein Sohn braucht jetzt Ruhe. Was? Erledigt sie.